Verwaltungsrat, Kolleginnen und Kollegen, stellen Sie sich vor, es gäbe ein Heilmittel, das effektiv dazu beiträgt, dass weniger Menschen psychisch erkranken, dass weniger Menschen an Fettleibigkeit leiden, dass weniger Drogen konsumiert werden und dass es weniger Kriminalität gibt. Dieses Medikament steigert zudem die Bildung und es erhöht die Chance auf soziale Mobilität. Kurz gesagt, stellen Sie sich vor, es gäbe ein Medikament für höhere Lebensqualität. Ja, das tönt wie ein Wundermittel, wie eine eierlegende Wollmilchsau. Meine Damen und Herren, dieses Medikament existiert. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen es. Allerdings ist es keine chemische Formel, sondern es ist eine gesellschaftliche. Die britischen Epidemiologen Richard Wilkinson und Kate Pickett haben in einer wissenschaftlichen Studie das eindrückliche Ergebnis aus unzähligen Statistiken aus der ganzen Welt auf den Punkt gebracht: Ungleichheit ist ein gesundheitliches und gesamtgesellschaftliches Problem. Sie haben sich gefragt, warum haben vergleichbar reiche Gesellschaften völlig unterschiedliche Lebensqualität? Sie haben herausgefunden, in armen Ländern, da führt eine Erhöhung des Bruttosozialprodukts zu mehr Lebensqualität. In reichen Ländern, da ist es ein anderer Faktor, der sich positiv auf die Gesellschaft und auf die Lebensqualität auswirkt, die ökonomische Gleichheit. Das Resultat ist verblüffend, aber es ist eindeutig: In allen OECD-Ländern ist nicht das absolute Durchschnittseinkommen entscheidend für die Lebensqualität, sondern die Einkommensschere. Je kleiner sie ist, desto besser geht es den Menschen. Damit zeigt sich nicht nur das Selbstverständliche, dass natürlich von einer faireren Einkommensverteilung diejenigen profitieren, die heute tiefere Einkommen haben. Nein, es zeigt sich auch, die Topverdiener haben einen klaren Nutzen. Auf Deutsch: Auch die Reichsten sind in einer faireren Gesellschaft glücklicher und gesünder. Gleichheit, Fairness, das ist der Leim, der das soziale Gefüge zusammenhält und der eben gesamtgesellschaftliches Wohlergehen schafft. Wir haben jetzt viel gehört von Abzockern, über die Top-Saläre zu oberst auf der Lohnskala. Allerdings muss ich Ihnen sagen, auch sonst ist die Schweiz keine Insel der Seligen mehr. Das Erfolgsmodell Schweiz, von dem Herr Spuler gesprochen hat, das Erfolgsmodell Schweiz ist in Gefahr. Die Krankheit einer immer schärfer auseinanderklaffenden Lohnschere ist auch bei uns ausgebrochen, nicht nur in den angelsächsischen Staaten. Sprechen wir doch nicht immer nur von den Banken und von der Pharma. Da ist ja die moralische Entrüstung groß und sie ist berechtigt, aber das ist nicht eigentlich der Kern des Problems. Auch bei sogenannten normalen Firmen wie Implenia, Kuoni, Lonza, Baloise oder Georg Fischer, auch dort ist die Lohnschere im vergangenen Jahrzehnt um das Doppelte bis das Dreifache auseinandergegangen. Meine Damen und Herren, wir haben eine Krankheit, aber wir haben auch ein Mittel dagegen. Sagen Sie Ja zu dieser Initiative und wählen Sie einen neuen Weg, nicht einfach der Umverteilung am Schluss des Prozesses, sondern wählen Sie den Weg des Respekts vor allen arbeitenden Menschen, den Weg des Respekts vor ihrem Einsatz und den Weg, eben die Ungleichheit, die für uns alle schädlich ist, nicht einfach nachträglich ein wenig zu lindern, sondern sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Und zum Schluss noch dies: Einige haben der Initiative handwerkliche Fehler vorgeworfen, Umgehungsprobleme erwähnt. An diese Scheinheiligen sage ich: Trocknen Sie Ihre Krokodilstränen. Sie hätten in der Kommission die Möglichkeit gehabt, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten, der diese angeblichen Defizite beseitigt. Das Wort hat Herr Caroni.